Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyman ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Sniper Ghost Warrior 2. Und eine Sache von weg, die ich jetzt gerne fragen würde. Man hört ein bisschen knistern. Ich hoffe, es ist in der Aufnahme nicht so extrem. Wenn jetzt in der Aufnahme ein bisschen geknistert im Hintergrund zu hören ist, tut's mir leid. Und zwar wurde ich letztens unter einem Video gefragt, warum kein Intro mit dabei ist. Also aus einem ganz einfachen Grund mache ich das gerne so, dass ich immer nur bei einer neuen Aufnahme immer nur ein Intro reinknalle, weil ich das selber nicht so gerne mag, wenn jetzt nicht in irgendein Video von einem Jensen gucke und jedes Mal halt dieses Intro habe. Ihn hat es anscheinend gestört, er hätte gerne noch das Intro dann gehabt bei der neuen Folge halt. Jetzt ist die Frage an euch, möchtet ihr auch weiterhin unter jedem Video das Intro haben? Oder möchtet ihr halt nur sagen, nee, komm, es reicht, wenn du es einmal wirklich dann halt einfach in einer Aufnahmesession machst. Oder die andere Möglichkeit wäre noch, dass ich von diesem Intro eine abgespeckte Version mache. Also eine kleine Kurzfassung, das halt nicht 30 Sekunden, sondern halt nur 10 Sekunden oder so, sag ich jetzt einfach mal, geht. Das halt nur ganz kurz dann halt gemacht wird und trotzdem halt ein Intro mit dabei ist. Das müsst ihr entscheiden, meine Freunde, meine Chicos und Chicas. Das nehme ich euch nicht ab. Ich werde es jetzt erstmal, wie gesagt, bei dieser Aufnahmesession so behalten, dass ich halt, nur einmal das Intro reinmache. So, dann starten wir jetzt. Ladaladaladalada, ja. Wir haben jetzt, 22 Uhr. Normalerweise nehme ich eigentlich nie so spät auf. Nur ich möchte halt morgen noch gerne ein Video rausknallen können. Fortsetzen. Operation Erzengel. Operation Erzengel, Saravia Rosnien. Zeit 15 Hours, Juliet. 14. April 1993. Okay, cool. RSA. Sergeant Anderson und Maddox? Jawohl, Sir. Wir haben in Bosnien die Kacke am Dampfen. Und als Bennings Elite-Aufklärungsteam müssen sie beide als Erste ran. Die Stadt Sarajevo liegt unter serbischer Besatzung. Wir erhalten verlässliche Berichte über weit verbreitete Gewalttaten. Die meisten gehen aufs Konto dieses Hurensohns, Major Marko Vladic. Vladics Todestruppen haben systematisch die Zivilbevölkerung im Starigrad-Bezirk ausgelöscht. Bei allem Respekt, Sir, warum ist dieses Arschloch überhaupt noch am Leben? Die NATO will nichts unternehmen, bis sie der Presse Vladics Kriegsverbrechen zeigen können. Der Sensenmann ist unterwegs und du schickst uns rein, um Paparazzi zu spielen? Sie werden sich am Boden mit einem CIA-Kontaktmann treffen. Ein hiesiger Ganove namens Merinov. Er bringt sie dahin, wo sie hin müssen. Nehmen sie Vladics Machenschaften auf Film auf und dann verschwinden sie mit dem Beweis. Was ist, wenn wir auf Vladic treffen? Sie haben ihre Befehle, Sergeant. Bringen Sie das Beweismaterial. Dann können wir uns über Vladic unterhalten. Verstanden? Jawohl, Sir. Viel Erfolg, meine Herren. Okay, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Warum jagen wir jetzt nicht dieses Schiff, was wir letztens ankommen lassen haben? Bisschen merkwürdig. Okay, 3-2. Ihr Signal sagt, dass Sie sich 2 Kilometer südöstlich vom Außenbereich der Stadt befinden. Die Serben haben Sarajevo in eine Pattsituation gebracht. Vorsicht walten lassen und infiltrieren. Ich habe gehört, dass du diesen Kontakt vorgeschlagen hast. Wer ist der? Nur so ein Gangster. Ein richtiges Arschloch. Hat versucht, uns Katzenpisse-Schnaps zu verkaufen, als wir in Afghanistan stationiert waren. Aber wenn sich jemand in feindliches Gebiet einschleichen kann... Dann ist er das. Er wird uns zu Vladic führen. Zu beweisen, meinst du? Genau. Ich sag... Achtung, Panzerfahrzeug auf 12 Uhr. Ich korrigiere. Heruntergekommener Post-Sowjetmüll auf 12 Uhr. Peile den Soldaten da drüben an. Entfernung ist 150 Meter. Der Wind ist gleichbleibend. Alles bereit für einen Angriff. Jetzt den, der den Motor repariert. Rechte Seite. Dann müssen wir mal aufstehen. Dieselbe Entfernung, leichter Ostwind, Feuer. Zack, gar kein Problem. Sauberer Schuss. Wenn du jetzt mal aufhören würdest. Ich hoffe wirklich, dass die Spione keine Treffen mitten im Kriegsgebiet anberaumen. Ja, verbuddeln sie keine Leichen mehr im Wald? Ein echter Zyniker.
Wie ich gehört habe, ist dieser Kerl völlig verrückt und wollte sich nur an diesem bestimmten Ort treffen. Meinte, dass wir dort erstklassige Bilder bekommen. Und du nennst mich Zyniker. So, wenn ihr jetzt mal aufhören könntet, die ganze Zeit zu labern, könnte ich auch mal... Ich sehe einen toten Kerl im Fenster, im ersten Stock des Hauses. Ich höre dich. Ich höre dich? So, komm her, zeig dich. Weg ist er? Netter Schuss. Ich wollte irgendwas sagen noch. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit vergessen, was ich sagen wollte. Bewegung im Inneren. Wir gehen vorsichtig rein. Ich bin dran. Gib mir Deckung. Wird gemacht. Dann geh rein. Was ist das denn für eine Figur, Alter? Die ist total blass. Wird auch Zeit, dass ich ein bisschen Action abbekomme. Werd nicht anmaßen, Karl. Wir haben einen Job zu erledigen. Leute, jetzt hör doch mal auf zu labern! Ich will auch mal was sagen jetzt! Dieser vom Dienst ist. Mann! Vorwärts. Ey. Gibt's ja wohl nicht. Vorsicht, zwei, drei Kerle. Einer am Fenster, zwei draußen. Angreifen, wenn ich Bescheid gebe. Erste Markierung links vom Gebäude. Er raucht eine. Alle machen. Zack, weg damit. Ja, ich weiß. Sauberer Schuss. Der Typ mit dem Funkgerät auf der rechten Seite ist der Nächste. Kontakt! Obamo! Fuck. Das war cool. Volltreffer. Was? Was ist passiert? Warum sind beide tot? Egal. Meine Fresse, ich komme ja kein bisschen hier zu Wort. Das kotzt mich jetzt gerade schon ein bisschen an hier. Ich wollte irgendwas sagen. Aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte, weil ich einfach nicht zu Wort kam. Und ich wollte ja auch ein bisschen lauschen, was die hier zu sagen haben. Blöden Pissnaken hier. Patrouille kommt. Scheiße, folg mir. Wohin? Hallo Schnuffel, ich bin gerade in dir drinne. Ich muss gar nichts machen, Leute. Leise. Ich sag doch gar nichts, du Arsch. Halt keinen Laut. Dass er nicht gesehen wird, ey. Ja, aber ich werd gesehen, oder was, ey? Leck mich doch am Sack. Fick dich. Du kannst mich nicht sehen. Gib Ruhe. Ich sage an. Beeil dich, dass er kommt, dass er kommt, dass er kommt. Rein. Der Wichser gerät. Killy, mir. Hast du wieder deine Action, weil du jemanden von hinten gemessert hast. Voll Action und so. Voll gefährlich und so. Ich gehe mal weiter hier den Weg. Kann mich mal am Arsch lecken. Ach so, was jetzt weiß ich ungefähr, was ich sagen soll. Und zwar hat sich mein Praktikum so ein bisschen verschoben, sage ich jetzt einfach mal dazu. Sieht aus, als ob sie in die Stadt ziehen. Wir müssen die Sache schnell erledigen. Größere Knarren gewinnen keine Kriege mehr. Aber das Bezahlen von Arschlöchern in schmutzigen Gassen etwa? Es geht ja nicht nur darum. Wort und Bild sind so mächtig wie eine Kugel und wir brauchen politische Zugkraft, um diese Sache zu erledigen. Scheiße, es wird schwerer und schwerer, mein Land zu lieben, Kumpel. Halt! Das Gebiet unten ist zu dicht, um eine Ballerei anzuzetteln. Wir müssen dort vorbeischleichen. Mir nach. Cool bleiben. Klare Sache, Boss. Vorbeischleichen und jetzt rennen wir erstmal eine Runde. Ziel vorne. Lass ihn. Er steht zu frei. Und zwar hat sie mein Praktikum ein bisschen verschoben aus dem einfachen Grund, weil sie mich eh nicht übernehmen können. Ich sag mal, an. Fresse jetzt! Weil die mich eh nicht übernehmen wollten. Egal noch wie gut ich gewesen wäre, die hätten mich nicht übernehmen können. Und da habe ich mir gedacht, nach Conan brauchst du auch kein Praktikum zu machen. Dementsprechend habe ich jetzt auch wieder Zeit, andere Let's Plays zu machen. Aber keine Ahnung, was für Spiele ich spielen soll. Daher brauche ich mal eure Hilfe.
was ich da jetzt machen soll, genau. Und... Aber ich habe ein anderes Praktikum jetzt wahrscheinlich am Laufen. Stopp! Bist du noch lauter, damit er uns auf jeden Fall hört. Lass uns gehen, vorsichtig. Meine Fresse. Ja, ich habe ein anderes Praktikum, wie gesagt, am Starten. Zwar auch in der gleichen Firma, aber halt bei mir hier im Dorf. Was heißt mir hier im Dorf, hier in der Umgebung. Suche natürlich trotzdem noch eine Wohnung jetzt hier für diese Umgebung. Also ich will nicht mehr in der Groß... Zwei weitere Männer auf Patrouille. Großstadt ziehen. Lass sie vorbei. Folg mir. In die Großstadt ziehen, das ist schwachsinnig meiner Meinung nach jetzt. Fick you, fick you, fick you, fick you. Hab mich nicht gesehen. Arsch ist du's da. Kontakt vor uns. Schalt sie aus. Leise. Zack. Zeig dich, zeig dich. Oh, das war knapp. Das war zu knapp. Da hinten stehen ja noch ein paar Gegner. Verdammt, was ist das? Das ist keine Rauchgranate. Wäre jetzt sonst schon verpufft. Lass uns so schnell wie möglich dort durchkommen. Oh, Scheiße, auf den Boden. Was denn? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Das war knapp, Karl. Erinnere mich, dass ich nicht mehr auf dich höre. Wir kommen jetzt keine kalten Füße, Papa. Ich hab keinen Plan, was passiert ist. Scharfschütze für dich. Oben. Wie sieht denn der das, Alter? Okay, erwischt. Lass uns einen Zahn zulegen.